Was geht denn ab bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich komme gerade frisch aus der Dusche. Heute ist der letzte Tag, nee, vorletzte Tag, bevor wir ins Haus einziehen. Wir fahren jetzt nochmal nach Wanaka, da bleiben wir nochmal 2 Nächte auf einem Freedom Campingplatz und dann habe ich endlich ein Bett. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, ich nehme euch mit. Let's go. Yo Leute, was geht ab? Einen schönen guten Morgen. Es ist Mittwochmorgen, ein Mittwochmorgen hier nochmal auf dem Campingplatz. Ganz viele Autos sind schon weg, normalerweise ist hier alles voll. Wir holen jetzt die Schlüssel ab zu unserem Haus. Zu unserem Haus, wo wir die nächsten 5 Monate leben werden. Perfekt, ich freue mich drauf, ich nehme euch mit, ich zeige euch alles. Let's go! Noch einmal kurz frisch machen hier am See. Herrlich, Wanaka Lake, guckt es euch an. Hier werden wir leben für die nächsten 5 Monate. Richtig krass. Ich habe richtig Bock. Schlüssel wird jetzt gleich abgeholt. Let's go. Leute, Schlüssel sind da. Wir fahren jetzt zum Haus. Let's go. Haha, wuhu! Hoppa! It looks better now, right? Boom chakalaka, boom chakalaka, boom chakalaka. Leute, was geht ab? Wir befinden uns jetzt in der Wohnung. Guckt es euch an, das ist das Living Room, das Wohnzimmer. Richtig, richtig schön. Ich zeige euch nochmal in einem separaten Video eine Roomtour auf jeden Fall von dem ganzen Haus. Aber jetzt geht es erstmal zum Auto, den ganzen Scheiß, Klamotten etc. alles aus dem Auto holen, damit wir es dann hier reintragen können, ne? So, jetzt sind wir beim Auto, guckt euch das an. Das alles wird erstmal reingetragen. Oh, ein Traum, ey. Nicht mehr auf dieser dünnen Pupsmatratze hier pennen, ne? Guck mal hier, wie dünn das ist. Ach ja, herrlich. Jetzt wird richtig schön im Bett geschnarcht. Einfach Premium geschlafen wieder. Und nächste Woche Dienstag fangen wir an zu arbeiten als Cleaner. Aber das wird sich jetzt nochmal herausstellen, wie das wird und ob wir das lange machen und wenn nicht. Aber das Geld stimmt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache erstmal. Jawohl Leute, was geht ab? Wir sind auf dem Fahrrad. In Neuseeland ist es Gesetz, Helm zu tragen. Wir sehen brutal aus mit Helm. Noch hast du keinen Helm auf, ne? Mein Brüderchen, musst du jetzt Helm tragen oder was? Ja, na klar. Warum machst du das? Hey, weil das ist ein Gesetz und wir müssen es machen. Sonst müssen wir zahlen? Wir sind vernünftige Menschen, na klar. Exactly. Ne? Und wie viel müssen wir zahlen? $50 und das will ich nicht. Lieber Bier als zur Polizei. Genau, lieber $55 in Bier investieren als diese Scheiße für Strafe, ne? Bring! Awesome. Sweet. Alright, bro. Thank you very much. Gerade beim Friseur gewesen. Jetzt wird hier gechillt, ein Bierchen getrunken. Haha, Jivoli. Schöner kann ich sein eigentlich, ne? Bisschen Jazz. Zeig, was ist. Cheers, cheers. Hoppa, Bratice. Es ist schön, wieder sonnig. Wir trinken hier gerade ganz entspannt in Wanaka an unserem ersten Tag, wo wir das neue Haus haben. Guckt uns an. With Blake. Blake from fucking Arizona. Arizona. Let's go. Er hat uns hier gerade nochmal ein schönes Erfrischungsgetränk geholt, ne? Das ist auch richtig schön, ne? Weil guckt euch mal die Sonne an da. Wow. Das ist mein Bruderchen, er ist der Beste. Leute, was geht? Ich mache gerade das Auto sauber. Nach der ganzen langen Reise etc. Guckt euch das an. In einer eigenen Garage. Wie krass ist es? Richtig gut. Ich mache jetzt einmal Musik aus, sonst werde ich hier copyright wieder gestrikt. Und ja, es wird jetzt einmal sauber gemacht. Und dann werde ich ein paar schöne Bilder davon machen. Und dann werde ich das Auto verkaufen. Aus dem folgenden Grund. Ich brauche es hier nicht, ich kann hier mit dem Fahrrad fahren und ein Converted Camper Van wird jetzt hier an der Stelle dann auch nicht mehr gebraucht von mir. Deswegen ist die Entscheidung gefallen, ich werde das Ding verkaufen. Ich hoffe, ich kriege es verkauft, weil der Markt
momentan oder weil die ganzen Backpacker natürlich für den Winter in der Regel nicht im Auto schlafen wollen. Aber mal sehen, das Auto ist top in Schuss. Ist ein hammergeiles Auto. Ich liebe es auf jeden Fall. Guckt euch das an. Und ja, es hat mich auf jeden Fall von A nach B gebracht. Ich konnte super drin pennen, was will man mehr, ne? Leute, ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt wird ein bisschen geputzt, ein bisschen gesaugt. Ja. Und das sieht doch schon mal ein bisschen noch was aus, ne? Sehr gut. Alles klar, Leute. Halt die Ohren steif. Bis später. Leute, fragt nicht. Das ist einfach eine Erinnerung, die ich drin haben möchte. Ist einfach so. Opa, matiše, ne? Kajanje! Pa kaže! Kiše padaju! Ich melde mich mal wieder. Ich bin mit meinen Arbeitsklamotten. Warner clean. wir gehen jetzt los zur Arbeit. Putzen. Das mache ich hier gerade. Am Morgen sieht es hier so schön aus. Gucken aus dem Fenster. Ein Traum auf jeden Fall. Und ja, ich bin jetzt auch beim... Ich habe gestern meine erste Stunde Mai Tai gemacht auf jeden Fall. Das war richtig nice. Und da will ich mich jetzt wahrscheinlich auch anmelden, dass ich das regelmäßig durchziehe. Das ja schon ein bisschen in Thailand gemacht und ja, das wird auf jeden Fall wild. Ich versuche euch so viel wie möglich immer mitzunehmen. Die letzten Tage ist nicht viel passiert, außer mal gechillt, bisschen runtergekommen vom ganzen Reisen, dass man einfach mal ein bisschen jetzt, wie sagt man das, ein bisschen ankommt, ne? Weil hier wird man ja jetzt die nächsten 5 Monate leben. Und ja, dann war ich noch beim Friseur auf jeden Fall. Ich feiere das auf jeden Fall, ich fühl's. Und Goodie, ich nehme euch mit. Das, was ich aufnehme, nehme ich auf. Ich krieg's auf die Linse. Ich nehme es auf die Linse. Alles ist Linsen.